Spiel, Spaß und Bewegung sind beim Walking Football auch im hohen Alter garantiert. Am 2. Augustwochenende richtete der SC Siemensstadt gemeinsam mit dem Berliner Fußballverband das erste offizielle Walking Football Turnier aus. Wir haben ja hier den Walking Football über die Aktion Mensch ins Leben gerufen. Und ich denke, dass wir hier auch die perfekte Anlage dafür haben. Wir haben Rasenplatz, wir haben die Tore, wir haben Equipment dazu, allem drum und dran. In Deutschland ist diese Art von Sport noch nicht so sehr verbreitet. Bundesliga-Clubs wie der VfL Wolfsburg, Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen sind auch schon auf den Geschmack von Walking Football gekommen. Alle Mitspieler sind begeistert, weil sie wieder Fußball spielen können. Also sonst in einer anderen Mannschaft, wenn sie nicht genommen werden, weil sie zu langsam sind oder sich nicht mehr richtig schnell bewegen können. Und deswegen ist die Begeisterung so hoch und deswegen nimmt doch jeder auf den anderen Rücksicht. Wie es der Name bereits verrät, ist die wichtigste Regel natürlich das Gehen. Es darf nicht gerannt oder gelaufen werden. Weitere Bestimmungen sind, dass der Ball nicht über Hüfthöhe gespielt werden darf und die Spieler, Spielerinnen müssen zu jeder Zeit mit einem Fuß den Boden berühren. Ist dies nicht der Fall, gibt es einen Freistoß für die gegnerische Mannschaft. Gespielt wird meist 6 gegen 6 ohne Torwart und ohne Abseits. Walking Football macht für mich aus, dass ich mit meiner Behinderung wieder etwas aktiv Sport machen kann, mit dem Ball. Jede Sportart ohne Ball ist für die meisten alten Fußballer langweilig, ja, sodass wir hier wieder spielen können. Der wichtigste Aspekt an diesem Wochenende lautete jedoch, dass man zusammen mit Menschen ist und Freude am Ausüben der Sportart hat. Wunderbares Gefühl bei so einem Wetter. Es ist da wirklich sehr schön und man trifft sich immer wieder mit alten Genossen, sag mal so. Wir sind glücklich dabei zu sein. Beim Berliner Fußballverband ist man zufrieden mit der Entwicklung. In den letzten 2 Jahren hat sich das Interesse an Walking Football verbreitet und neue Vereine schließen sich immer an. Wir wollen, dass so viele Vereine wie möglich Angebote schaffen, in denen Menschen mit dem Schwerpunkt auf altersgerechtes, gesundheitsförderndes, aber auch inklusives Sporttreiben die Möglichkeit bekommen, Teil der Berliner Fußballfamilie zu werden. Wer Interesse hat, der kann gern ab dem 16. August auf der Anlage des SC Siemensstadt beim Training vorbeischauen. Der Verein bietet nun jeden Montag und Donnerstag eine neue Variante des Gesundheitssports an, bei dem Spiel, Spaß und Bewegung auch im hohen Alter garantiert sind.